Hallo liebe Leute, alle Freunde und alle Geschwister. Im letzten Video habe ich euch zwei Profiles von Zara, vom Outlet Store Zara gezeigt und einen kleinen Sniff gemacht und es miteinander verglichen. Das eine war stärker nach Vetiver duftend, das andere war fruchtig floraler. Und jetzt lese ich euch die Hauptduftakkorde von Infinite Wave Zara. Für Männer. Also die Hauptakkorde sind aromatisch, zitrisch, pflanzlich, holzig, soft spicy, erdig ist der Vortrag, den ich gehalten habe. Ja, die Kopfnoten bestehen aus Mandarinenorange, die Herznoten aus Salbei und die Basisnoten aus Vetiver. Wie schon gesagt, den Vetiver kann man rausriechen. Und das andere ist Radiant Bloom. Das sind die Ingredienzen. Ich fange andersrum an. Die Ingredienzen sind in der obersten Note in der Eröffnung Bergamotte, in der mittleren Note Jasmin und in der Basisnote Guaiac-Holz. Und die Hauptduftakkorde sind holzig, weiß floral und Zitrus. Das war's auch schon. So einfach könnt ihr euch entscheiden zwischen einem Eau de Parfum, was ihr euch darunter vorstellt, wenn ihr das hört, was für Ingredienzen und was für Hauptduftakkorde das hat, das jeweilige Eau de Parfum, und geben tut das bei Zara, kosten zur Wiederholung das Infinity Wave. Kostet 7,99 € habe ich es bekommen. Also Top-Notch Quality. Und das Radiant Bloom hat 10,99 € gekostet. Also danke fürs Zuhören. Abonniert bitte meinen Kanal, wer noch nicht hat und wer schon hat, danke für die Treue. Alles Liebe. In der Shopping City sind die erhältlich, wollte ich noch sagen. Okay, also beim Zara in der Shopping City. Tschüss, Papa.